Mit Erik Blum und seinen Meisterkollegen Ramon Untersander, Simon Moser und Tristan Gervais kommt Zusatzpower in die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Tatsächlich startet das Team von Patrick Fischer mit viel Schwung in die Partie. Erik Blum, der weißrussische Goalie unsicher und schon trifft Gregory Hoffmann zum 0:1, gespielt eine Minute. Hoffmann schoss gestern das entscheidende Tor in der Verlängerung. Heute ist er für den Schweizer Blitzstart zuständig. Auch in der Folge haben die Gäste das Spiel unter Kontrolle. Viele Möglichkeiten, wenig Tore. Marc Wieser unterstreicht wohl im Moment im Schweizer Spiel der Schuh drückt. 0:1 das Drittelsresultat in der wunderbaren Chichuka Arena in Minsk. Das gleiche Bild im Mittelabschnitt, die Schweizer am Drücker, doch die Kaltblütigkeit fehlt nach wie vor. Gervais ist hier der Sünder. Dann die Weißrussen in Überzahl. Torhüter Sander Zurkirchen wird die Sicht verdeckt. Alexander Pavlovic trifft humorlos zum Ausgleich in der 27. Minute. Das 1:1 beflügelt das Heimteam sichtlich. Filitschkin, dieser Schuss passt haargenau. Die Weißrussen haben das Spiel in der 33. Minute gedreht. Und bei den Schweizern passt plötzlich überhaupt nichts mehr zusammen. Fehlpass Christoph Bertschi, wieder Pavlovic, 3:1. Zurkirchen muss sich in der 33. Minute gleich zweimal geschlagen geben. Bertschis Aussetzer nicht zu erklären. 3:1 nach 40 Minuten. In Minsk steppt jetzt der Bär. Die Schweizer mühen sich im Schlussabschnitt lange erfolglos. Dann Gervais mit tollem Einsatz. Ambühl und Gregory Hoffmann verkürzt zum 3:2 in der 58. Minute. Das Tor kommt zu spät. Weißrussland gewinnt den Test mit 3:2. Betretene Gesichter im Schweizer Lager. Trotz Blum, Gervais und Co. Das war heute kein meisterlicher Auftritt.